Moin zusammen, herzlich willkommen zurück zu Crusader Kings 3. Ich bin's, euer Henri, und wir schauen auf Frederik, unseren Sohn, der Sohn von Elin, der in der letzten Folge, wir erinnern uns, in der Schlacht gefallen ist. Während der Verteidigung, seines Erbens, der Ländereien seiner Mutter, hat's ihn leider erwischt, und ich denke, unsere Elin ist da doch, na, hier wollte ich hin, doch sehr in Trauer. Tja, was soll man machen? Das ist im Zweifel das Schicksal eines Sohnes eines Wikingers, der für die Ehre in die Schlacht zieht. Ich meine, das Gute daran ist, er hat mittlerweile auch selbst einen Sohn. Das heißt, er kann ihm nachfolgen. Der ist jetzt der Erbe und er hat auch eine Tochter. Genau, und ich denke, das ist eine Sache, da sollten wir vielleicht direkt mal auch mit anfangen. Ich kann mir vorstellen, dass Elin sich da schon jetzt ein kleines bisschen in der Pflicht sieht, sich auch um die beiden zu kümmern, sich der beiden anzunehmen. Und ja, sie hat sich deshalb entsprechend schon mal umgesehen, ob sie nicht gute Partner findet für eine Heirat. Die gute Asa ist jetzt schon 20, immer noch unverheiratet, und ihr kleiner Bruder Klaas allerdings auch schon 17. Ja, und es ist weiterhin nicht ganz so einfach, wirklich gute Heiratspartner zu finden. Wir sind ja immerhin oder weiterhin auch nur noch oder nur Häuptling. Das heißt, viele Jarltümer oder Herzogtümer, die wollen dann mit uns nicht sozusagen. Und die beiden sind halt auch schon relativ alt. Also irgendwo, wenn da was Sinnvolles in Frage kommt, ist da auch schon gerne was vergeben. Aber ich denke, wir haben was ganz Gutes gefunden. Und zwar für den Klaas, die Alve Fortsdottir. Eine Ingling. Sie gehört hier oder ist in Merseburg, das ist relativ weit weg. Sie ist aber auch da nur unterwegs. Sie ist aber immer eine Ingling, sie kommt aus einem guten Haus, das ich meine, ja genau, hier in Jylland auch immer noch herrscht. Und sie bringt daher auch entsprechende Ansprüche mit, die eigentlich ganz spannend sind. Also sie ist durchaus eine relativ Hochgeborene, würde ich sagen. Also ihr Großvater lebt auch noch, ist der Oberhäuptling von Milzenia, und hier Jarl Harald Arnfastson war eben ihr anderer Großvater. Genau, und von daher denke ich, werden wir hier mal die Heirat arrangieren mit Klaas und mit ihr und werden das Ganze dann mal abschicken. Das ist doch für den Klaas eigentlich eine ganz gute Partie. Dann haben wir uns um ihn gekümmert, und ja, für die wie ich sie jetzt? Jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Die gute Dame. Wir schauen gleich drauf. Unsere Nichte. Haben wir hier jemanden gefunden, der auch asatruischen Glaubens ist. Lettgallischer Kultur, sag ich mal. Also die sind hier unterwegs. Also ich finde es jetzt diplomatisch finde ich durchaus in Reichweite und daher auch irgendwo sinnig. Das kann man machen. Und hier erst der zweite in der Erbe, also er ist der kleinere Bruder hier von Gasti Widens, und das ist Imanta Widens, und er hat auch entsprechend hier Anspruch auf dieses kleine, oder auf das Häuptlingstum von Weißensee, und ist zweiter in der Erbfolge, und von daher finde ich das eigentlich auch eine ganz gute Partie, und deswegen werden wir auch hier mal die Heirat arrangieren, genau, und zwar mit der Asa. Und eine Sache, ja, matrilinear werden sie da dann nicht machen. Das heißt, die Kinder werden dann hier eben in das Haus Widens gehören. Ja, wird sowieso auch nur ganz knapp angenommen. Für sie ist das eigentlich eine relativ prestigeträchtige Heirat. Also von daher denke ich, können wir sie da auch ganz gut vermählen. Und jetzt bin ich gar nicht genau sicher, müssten wir mal schauen, ob er dann auch zu uns an den Hof kommt. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, und ich denke, eine Sache, die wir auf jeden Fall auch tun sollten, das Ganze nennt sich Festmahl, aber ich denke, wir sollten auf jeden Fall zu Ehren unseres gefallenen Sohns, der jetzt mit den Göttern in Valhalla in der großen Halle sitzt, auch ja, hier auf Erden ein Festmahl veranstalten und auf die Art und Weise
ihm gedenken. Also das sollten wir, denke ich, auf jeden Fall tun. Ja, und dann können wir noch eine Sache machen, bevor es dann richtig losgeht. Wir haben hier nochmal wieder eine Gefangene am Hof, die eigentlich irgendwie, ja, doch relativ unbedeutend ist, die im Grunde einen guten Kriegsführungswert hat, interessanterweise. Aber die werden wir jetzt einfach mit unserer Großzügigkeit einfach mal freilassen. Wir verlieren 10 Schrecken, aber ich glaube, das ist Elin ziemlich egal. Die hat jetzt ein halbes Jahr bei uns im Kerker gesessen und ja, was sollen wir mit der? Ja, dann haben wir die Dinge soweit vorbereitet und können mal weitermachen und lassen mal das Festmahl zu Ehren unseres Sohns stattfinden. So, hier kommt erst die erste Heiratszusage an die wohlmeinende Elin. Allzu gern nehme ich die vorgeschlagene Heirat an. Gern soll euer Enkel Klaas den heiligen Bund der Ehe mit mir eingehen. Möge Odin uns ein langes Leben und viele Kinder schenken. Jo, dann mal los. Man darf nicht vergessen, sie wird dann immerhin auch Häuptling von, müsste ich jetzt mal nachschauen, was erbt er denn? Können wir das hier sehen? Westfold, genau. Er erbt Westfold, das heißt, sie wird dann auch immerhin Häuptling von Westfold. Und das Festmahl beginnt auch. Ein geselliges Beisammensein. Willkommen, meine Freunde. Und Skoll, lasst uns die Hörner heben zu Ehren von Fredrik. Und auch er nimmt die vorgeschlagene Heirat an. Eure Enkelin Asa und mein Sohn Imanta gehen den... Imanta, eigentlich auch ein schöner Name. Gehen den heiligen Bund der Ehe ein. Möge Frey diesen Bund segnen. Gezeichnet Häuptling Rusins, der Peiniger von Weißensee. Ja, ausgezeichnet. Achso, das ist jetzt wieder der Hinweis, dass wir nicht verheiratet sind, aber nun ja. Das Festmahl wie zu Hause. Ah, es geht doch nichts über ein Festmahl. Es erinnert uns alle daran, wie gut, was gut ist im Leben und die Gesellschaft ist ebenfalls nicht zu verachten. Zumindest denken das offenbar die Leute, die in meiner Nähe sitzen. Ihr seid etwas ganz Besonderes, Elin, mein Holmger zu mir. Ingebjörg und Jutmund nicken zustimmend. Ach, ist das nicht schön? Ist das nicht schön für unsere Elin, dass, ja, jetzt 3 unserer verbleibenden Kinder in unserer Nähe sind, ja, sich so gut verstehen mit ihrer Mutter? Das ist doch schön. Ich mache einfach nur, was sich richtig anfühlt. Ja, und wir sind mittlerweile doch eine eifrige Frohnatur. Sehr gut. Ach schön, ja, ich glaube, das ist für Elin doch eine schöne Sache. Aufgedeckte Affäre, oh nein. Aufgedeckte Affäre, Sohn Tjutmund und meine Tochter Ingibjörg vor allen Leuten zu Boden. Wie bitte? Ja, irgendwie fehlt jetzt hier die Hälfte. Also, das ist ja jetzt irgendwie bescheuert. Wirft mein Sohn Tjutmund und meine Tochter vor allen Leuten... Haben die jetzt... Nee, oder? Nein. Nein, Leute. Ei, also so eng müssen die Beziehungen in der Familie dann doch nicht sein, oder? Ei. Leute, also was auch immer hier steht, es ist definitiv also auf jeden Fall so, dass, der gute Tjutmund eine Affäre mit seiner älteren Schwester hat. Ei. Leute. Oh, jetzt haben wir es eben noch so gefeiert, die engen Kreise der Familie... Oh, Elin. Was machen? Uiuiui, da ist natürlich die Frage, wie reagieren wir da drauf? Also ich meine, eins ist klar, ne? Also wir können beide jetzt einkerkern. Wir können sogar ein Druckmittel einsetzen, dann wird das definitiv auch erfolgreich sein. Das Ganze könnten wir mit Tjutmund sicherlich auch machen.
Also denn da eins ist auch klar. Haben wir es hier irgendwo in unserem Verbrechen, Heirat? Ja, wo haben wir es denn? Hexerei, Verwandtenmorden, habe ich es jetzt übersehen? Vetternehen, also was sind denn Vettern? Ja, also ab Cousins, ne? Also ab Cousins ist es sozusagen, also ab Cousin und Cousine ist das Ganze in Ordnung, aber näher daran, also näher ist Inzest und dementsprechend auch verboten. Ui. Oh, jetzt ist ja wirklich die gute Frage, was machen wir? Was kann man denn noch machen? Das ist ja jetzt eine schwierige Entscheidung. Das ist eine schwierige Entscheidung. Also, unsere Elin, von den Beziehungen her. Also, Margareta und Holmgar, das sind so ein bisschen ihre beiden Lieblinge, kann man sagen. Mit den beiden ist sie, ja, ist sie befreundet. Und das würde ich mal so interpretieren, dass sie da, ja, eine besondere Beziehung zu diesen beiden Kindern führt. Und aber Ingibjörg und Tjutmund, ich meine, die haben beide auch ein sehr gutes Verhältnis zu uns. Also welche Möglichkeit. Also wir können sie einkerkern. Wir haben jetzt die Möglichkeit zu sagen, wir kerkern sie ein für eine bestimmte Zeit. Bis wir dann sagen, so, sie haben sozusagen dafür gebüßt und dann könnten wir sie wieder freilassen. Wir können sie nicht irgendwie, ja, verbannen oder so etwas. Offensichtlich nicht. Oder wir könnten sie denunzieren. Ja, wir sind das Dynastie. Alle Mitglieder unserer Dynastie erhalten ein Einkerkerungsgrund gegen sie. Das sind jetzt nicht so unglaublich viele, ne? Das sind in erster Linie wir und oh, wie gehen wir damit um? Also ich gehe mal davon aus, also jetzt mit diesem Geheimnis irgendwas müssen wir machen. Denn ich meine, wir sind geduldig und auch ruhig. Also das ruhig würde jetzt für mich dafür sprechen, dass wir jetzt nicht irgendwelche haarsträubenden Sachen sprunghaft handeln, einkerkern, hinrichten oder dergleichen. Ich meine, die Möglichkeiten hätten wir ja. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihre Kinder hinrichtet. Aber das ist schon einfach ein Verbrechen und also ich glaube dafür, Ehebrecher, wir können Einkerkern Titel aberkennen. Ja, und eben noch, das ist verpönt, ja. Inzestuös. Aber in nur verpönt und nicht, ist nicht verboten in dem Sinne, ne? Viele Glauben haben Doktrinen, die festlegen, dass bestimmte Verhaltensweisen verpönt sind. Je nachdem, um welche Doktrin es geht, kann dieses Verhalten auch ein Verbrechen sein. Charaktere, die einem Verhalten nachgehen, das bei ihrem Glauben verpönt ist, verlieren eine Hingabestufe und erhalten eine entsprechende Ruhmeigenschaft. Eine solche Eigenschaft missfällt allen, deren Glaube ein solches Verhalten als verpönt oder Verbrechen betrachtet. Beispiele für verpöntes Verhalten sind unter anderem, ja, Ehebrecher, Unzüchtiger, Pervers, Sodomit, Familienmörder, Hexe oder Inzucht. Also was ich mir vorstellen kann, ja, einfach als Familienoberhaupt, als Mutter, dass wir sie, ja, entsprechend denunzieren und, wir verlieren unser Druckmittel, erhält die Eigenschaft denunziert.
Dieser Charakter wurde vom Dynastieoberhaupt denunziert und kann nun von jedem anderen Mitglied der Dynastie in Haft genommen werden. Ja, also das finde ich irgendwo angemessen. Ja, sie verliert natürlich massiv Meinung von uns dadurch, aber ja, mein Gott, dann hätte sie das nicht tun sollen. Also ich denke, das ist durchaus der Weg, hier offiziell den Zeigefinger zu heben und diese Maßnahme zu ergreifen. Ja, das werden wir tun. Und das Gleiche natürlich auch bei Tewtmund. Also auch ihn werden wir entsprechend... Ach, jetzt können wir ihn nicht denunzieren, weil uns Prestige fehlt. Ach, Menno, Mensch. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Das ist bei ihm auch teurer offensichtlich. Das kostet uns Prestige, ihn zu denunzieren. Naja, gut, klar. Das ist, kostet natürlich Prestige, wenn wir jemanden aus unserem Haus sozusagen niedermachen. Ja, dann hat er da erstmal irgendwie Glück gehabt, oder? Als meine Gäste gehen. Als alle nach Hause gehen, kann ich mit Stolz sagen, dass das Festmahl ein Erfolg war. Dennoch bin ich dankbar, dass das alles erst einmal vorbei ist. Tja, das glaube ich. Jetzt erhalten wir direkt 200 Prestige. Mein Ratsmarschall, ich weiß nicht, ob das jetzt schon ausreicht, müssen wir mal schauen. Mein Ratsmarschall Styrka hat mit Stolz einen neuen Rekruten präsentiert. Er mag nicht so von edlem Geblüt sein, wie ihr, meine Lehnsherrin, aber bei meiner Treu, ich schwöre, Dan ist jemand, den ihr an eurer Seite haben wollt. Ja, warum denn nicht? Dan. Ja, naja, ist immerhin außen im Haus, also... Wohlan. Wohlan, denn Dan soll mir dienen. Das klingt ja fast wie ein Gedicht. So, jetzt müssen wir gerade nochmal gucken, ob das jetzt schon reicht. Wie viel brauchten wir da? 300. Ui, das ist natürlich doch eine Menge. Das ist doch eine Menge. Ja, dann denke ich mal, müssen wir ein bisschen was auch für Prestige tun. Und ich hatte das im Grunde sowieso irgendwie auch mal wieder mit in Gedanken, dass man das mal wieder tun könnte. Eine Plündertour zu machen. Also dann werden wir da mal unsere Mannen ausheben und werden uns mal auf den Weg begeben. Hier gibt es ein paar wirklich sehr... Wie hier diese Kirche war. Oder war das hier? Welche war das denn? Die war das, ne? Da hatte ich schon mal geschaut. Bist du denn truppenmäßig? Ja. Jetzt nicht so... Sind nicht wenig. Hier auch nicht. Weiss, Wessex. Ja, du bist natürlich schon so schwach und deswegen schon komplett geplündert. Du bist zu stark. Cornwall. Ich meine, das ist natürlich schon irgendwie selber noch 600 Mann. Ja, komm, das probieren wir mal. Eigentlich sollten wir da genug... Oder wie sieht es hier in Lothringen aus? Ach Gott, du bist ja auch irgendwie... 12, 7... Und wozu gehörst du? Holland. Wäre ja auch eine Möglichkeit, dann müssten wir nicht so weit. Ja, kommt. Fangen wir hier an. Und wir haben einen weiteren Diplomatie-Vorzug. Ach so, ja, genau. Wir waren ja hier im Familienbaum befreundet. Ihr könnt das Freundschaftskomplott nutzen. Ein persönliches Komplott, das darauf abzielt, ein Freund zu werden. Okay. Ja. Ein von den beiden, ich weiß es nicht genau. Kinder erhalten zusätzliche Werte. Es ist ja eigentlich ganz nett, aber es ist die Frage, sind unsere Kinder vielleicht schon zu alt dafür?
Nein, sind sie nicht. Na, dann ist das doch eine schöne Sache. Sehr gut. So, hier plündern wir jetzt ein wenig. Also, lieber Tütmund, tut mir leid. Das Ganze hat sich jetzt nur. Aufgeschoben ein wenig. So, wo könnte man denn noch hin? Ist das jetzt hier Westfranken? Upsa. Ha, das war jetzt gerade ein bisschen mutig, ungewollt. Oh, sie sieht aber auch. Hier ist nichts mehr zu holen. Hier sind noch 16 dran. So, jetzt gucke ich aber hier gerade nochmal genau. Das war eben ein bisschen mutig da. Ach, er gehört dazu. Na gut, dann. Ach, jetzt müssen wir erstmal. Ja gut, die sollten kein Problem sein. Nö, nö, nö. Ei, ich hab's befürchtet. Jetzt kommt nicht der König von Westfranken und hat noch einen Kriegsgrund wegen der Plünderung gegen uns. Leute. Schaffen wir das noch? Kommen wir da weg? Kommen wir da weg? Sind wir schneller? Wer gibt Gas? Oh, Scheiße. Eieieiei. Das gibt auf den Kopf, fürchte ich. Also wir haben zwar gute Vorteile, aber ich weiß nicht, ob wir das schaffen können, oder? Nee, das können wir nicht. Nee, die Übermacht. Keine Chance. Ach, damit haben wir auch unsere Schotze verloren. Und unser Ratsmitglied Stilka ist gestorben. Ach, er war auch unser guter Marschall. Ja, aber da denke ich, Sölvi, unser Varega, bietet sich da an. Ja, das mit der Beute ist jetzt natürlich ärgerlich, ne? Das ist sehr ärgerlich. Jetzt müssen wir erstmal irgendwo hinflüchten. Kann man da noch was erreichen? Irgendwo in unserer. Ja, das war teuer. Das war teuer. So, Jylland. Was ist denn hier? Es ist geplündert, das ist auch geplündert. Hier könnten wir noch mal schauen. Ja, da habe ich nicht aufgepasst. Da habe ich nicht. Das hat er sich nicht gefallen lassen. Da hätte ich noch mal eine Ebene weiter nach oben schauen müssen. Wer denn da ganz oben steht, sozusagen. Der Zwist. Meine Schwester Alvör liegt seit Tagen im Zwist mit jemandem, das Opfer, ihr Enkel Häuptling Falki. Ich kann sie sogar hören, wie sie im Raum nebenan miteinander streiten. Unglaublich, schreit Alvör. Wie kann eine Kröte wie ihr auch nur ansatzweise meinen, die ideale Verkörperung der Familienwerte derer von Styr zu sein? Dieser Anspruch steht mir deutlich mehr zu als euch. Kein Streit innerhalb der Familie. Sollen sie doch in Ruhe streiten. Nein, ich denke, mit unserer ruhigen und besonnenen Art werden wir uns da erstmal nicht einmischen. Ja, Jagd ist jetzt nicht angesagt. Jetzt hier geplündert? Nein. Ach, jetzt sind wir hier. Ei. Da haben wir jetzt. Also, da sind wir aber sehr unachtsam heute. Muss ich ja mal ganz ehrlich gestehen. Ein wenig.
So, jetzt haben wir aber durch die Schlacht so viel Prestige gewonnen. Ja, dann mein lieber Tutmund, tut es mir jetzt leid, ne? Dann ist es jetzt an der Zeit. Werden wir unseren Sohn denunzieren müssen. Tja. Denunziert. Tja, damit denke ich, werden wir unsere Plünderung dann noch weiter fortsetzen und dann werden wir mal schauen. Oh Mensch, es bleibt spannend. Also es passiert einfach immer wieder was und das ist das, was ich weiß nicht, ob ihr meinen Prolog gesehen habt zu diesem Let's Play, ob ihr euch das komplett angeschaut, angehört habt. Aber das ist das, was ich so spannend finde und was dieses Spiel einfach ausmacht. Das, was immer wieder passiert, wo man denkt, naja, so viel kann jetzt eigentlich gar nicht sein und trotzdem, dann schreibt das Spiel wieder ganz andere Geschichten und dann passieren solche Dinge und man muss schwierige Entscheidungen treffen und das sind genau die Dinge, die mich irgendwie zu diesem Let's Play motiviert haben, weil es auch viel mehr Spaß macht, diese Geschichten irgendwie so zu erzählen, mitzuteilen, selber da eine Geschichte draus zu machen, eine Geschichte zu erzählen, als die irgendwie selber nur so zu erspielen. Ich finde, man ja, lässt sich auf diese Art und Weise auch einfach noch ein bisschen mehr Zeit damit. Ja, dann wollen wir mal gespannt sein, wie es weitergeht. Das Festmahl hat so gut begonnen und dann diese unglaubliche Überraschung. Ich bin gespannt, was unsere Elin noch alles, ja, erleben wird. Mittlerweile ist sie doch auch schon in einem recht hohen Alter und mit weißen Haaren unterwegs. Naja, ich freue mich, wie gehabt, wenn ihr mit dabei bleibt. Bis dahin macht's gut, euer Henri.